Jetzt, ich hoffe einfach mal, dass ich überall auf Record gedrückt habe und das jetzt tatsächlich überall aufgenommen wird, wo ich aufnehmen wollte. Das ist ja hier reinste Improvisation, das ist auch alles ein bisschen spontan entstanden. Und eine wichtige Frage hätte ich aber, bevor es so richtig losgeht. Und zwar habe ich ja beim Oakley Takeover deinen nackten Allerwertesten gesehen und habe mir jetzt ausgemalt, dass das deine alltägliche Homeoffice-Arbeitskluft ist. Ich hoffe, du hast eine Hose an. In dem Fall war ich ein bisschen genervt von allen, die ihre Homeworkouts gepostet haben und hier nochmal das und nochmal eine Red Bull-Dose irgendwo im Bild. Und da habe ich gedacht, ja, scheiße, jetzt müssen wir mal was anders machen. Kurz blank gezogen. Ja, was muss, das muss. Aber kam ja, so wie ich das mitbekommen habe, auf jeden Fall gut an. Von daher, Zweck erfüllt. Pass auf. Es ist ja, wie gesagt, alles spontan entstanden und die Roter sind mit der Idee irgendwie auch spontan um die Ecke gekommen. Und ich hatte nicht ganz so viel Zeit, mir nur selber Fragen auszudenken und habe so ein paar Community-Fragen eingesammelt. Ich würde die einfach mal so der Reihe nach durchgehen, sind irgendwie knapp 5 Stück. Und du kannst irgendwie ausführlich antworten oder in kurzen Statements, weil danach habe ich auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber fangen wir mal damit an. Die erste Frage kommt nämlich von Sebastian K. aus N. mit dem Username Aeronase84. Hey Jan, du alter Titelsammler, nach dem Champions Dinner beim Ironman Frankfurt, wo ich dich habe gewinnen lassen, warst du so schnell weg und hast die Rechnung nicht bezahlt. Wann bekomme ich das Geld von dir zurück? Ja, das hat ja inzwischen einiges an Zinsen angesammelt. Aber ich würde vorschlagen, du verdienst es dir einfach mal. Und das wäre doch nicht schlecht, denn ich habe gehört, in der Gegend um Nürnberg soll es einiges geben. Insofern hol dir doch deine Kohle einfach gerne persönlich dort ab. Dann nehmen wir das doch mal so als kleine Kampfansage zwischen den Zeilen und machen mit der nächsten Frage von Stützpunkt Petze weiter. Stimmt es, dass du vor dem Olympiasieg in einem Zimmer gewohnt hast, in dem nur eine Matratze lag und die Olympiafahne an der Wand hing und du dich nur von Reis ernährt hast? Naja, nur von Reis. Es war schon noch ein bisschen mehr dabei, aber es war in der Tat sehr spartanisch und der Teppich wurde von meinen Trainingsklamotten ersetzt. Das war in der Tat eine sehr coole Zeit, die ich nochmal versucht habe zu reproduzieren. Ist aber dann beim zweiten Mal nicht mehr so geklappt. Naja, Dann eine kurze Zwischenfrage von mir dazu. War das nötig? Weil das klingt ja so nach Selbstkasteiung. Damals war es nötig. Damals war es auf jeden Fall das Ganze auch mit Diät und extrem leicht sein und drumherum war nötig, weil es mir im Kopf die Selbstsicherheit gebracht hat, um daran zu glauben, dass ich auch gewinnen kann, weil Wenn. ich bis zu dem Zeitpunkt maximal Zweiter war bei jedem anderen Rennen. Und wenn das damals nötig war, um erfolgreich zu sein, was ist dann heute bei dir nötig, um erfolgreich zu sein? Genau das Gegenteil. Ich muss heute ausgewogen sein. Ich brauche Spaß. Ich brauche ein paar coole Leute um mich herum, denen ich vertraue und mit denen ich auch lachen kann. Insofern, je besser die Stimmung, je besser die Erfolgsquote. Naja, okay. Notiert. Nächste Frage aus der Community-Runde und zwar von Party Ingo. Wann hattest du deinen letzten heftigen Kater? Oh, wahrscheinlich, ich glaube, nach dem Triathlon, da haben wir es ziemlich steil gehen lassen. Wir hatten ja auch nur Emma und mich zu Hause. Da haben wir uns gedacht, na cool, jetzt können wir nicht einmal mehr essen gehen oder in Urlaub fahren oder was man sonst immer so Schönes nach einer Langdistanz macht. Und haben uns dann eine Mischung aus Freude und Selbstmitleid Ersoffen. genau, ersoffen. Dann nochmal Party, Ingo. Hast du schon mal so hart gefeiert, dass du nicht wusstest, wo du warst, als du aufgewacht bist? Nein, muss ich passen. Naja, es ist ja ist ja nichts Schlimmes, ist ja eher was sehr Gutes. Ja, ich habe schon immer so, dass irgendwann ist bei mir der Punkt erreicht und dann bin ich immer der, der sich, ohne sich zu verabschieden, von der Party verabschiedet. Letzte Frage, bevor wir zu meinen Punkten noch kommen, und zwar von Felix W. Eichshöfer aus R. Jan, welcher Triathlon ist dein Lieblingswettkampf? Oh, da muss ich jetzt lange überlegen, aber ich meine, das tollste Rennen auf der ganzen Welt ist natürlich der Staffeltriathlon in Rot.
Ja, schade eigentlich, dass es dieses Jahr nicht so ein Zirkusrennen in Rot gibt, wie es in Frankfurt war. Ja, du, ja, ich habe ja nur gehört, dass es, ich habe das gestern leider nicht mitverfolgen können, was da los war. Aber wir haben zwischendurch schon irgendwie gedacht, wir müssten eigentlich in Rot irgendwas machen, während hier die ganze Saison abgeblasen wird und wir alle arbeitslos sind. Aber jetzt sind wir vielleicht hoffentlich gar nicht mehr so lange arbeitslos. Ja, ein Ende ist ja irgendwie in Sicht. Okay, so ein bisschen Spaß beiseite. Das waren jetzt natürlich nicht alles ganz ernst gemeinte Fragen. Aber trotzdem sollen die Leute ja jetzt vielleicht auch irgendwie was sehen und hören oder mitbekommen von dir, was irgendwie auch Sinn hat. Und ich habe überlegt, wenn man so deine Karriere verfolgt und so, dann ist es halt irgendwie eine große Erfolgsgeschichte mit vielleicht der einen oder anderen kleinen Kerbe, aber die ist irgendwie auch mehr als ausgemerzt worden. Gibt es irgendwie einen Punkt in deinem Leben, wo du einfach richtig abgebogen bist? Oder was ist deiner Meinung nach das Erfolgsrezept dahinter? Oder ist es auch so eine Leichtigkeit dahinter, hinter den Erfolgen, die so nach außen, zumindest wie es nach außen scheint? Ja, das ist immer das Schöne, was nach außen scheint und was die Wirklichkeit ist. Ich glaube, das Erste, was mir sehr, sehr gut getan hat, ist, dass ich sehr, 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 sehr lange gebraucht habe, um mein erstes Rennen zu gewinnen. Und der Weg dorthin schon mal recht steinig war, einfach weil meine Talente eben nicht unbedingt ein hoher V2 Max sind oder besonders schnelle Beine, sondern ich eigentlich immer so über das Arbeits Thema beziehungsweise auch das Kopfthema so ein bisschen kam. Aber lustig, dass du sagst, dass da die eine oder andere Kerbe drin war. So persönlich waren das so die tiefsten Täler in meinem ganzen Leben. Das ist natürlich, wenn ich so als Sportler definierst, ist halt auf einmal alles ganz, ganz, ganz düster. Und kann man jetzt drüber lachen, aber es waren auch echt ja, ein paar super harte Zeiten dabei. Und Denkst du an die Zeiten noch jetzt zurück, wenn es, weil jetzt die letzten Jahre, mal vielleicht noch ausgenommen, der Ermüdungsbruch in der Hüfte, ja, yeah, das war ja schon alles so halb so schlimm. Also ich meine, kannst ja irgendwie auch nur bedingt traurig sein, wenn du 3 Tage vorher, 3 Tage vorher Weltmeister geworden bist. Das ist ja immer, naja, da akzeptiert man das dann irgendwie. Aber gerade so 2012, die Zeit rum oder auch 2010 mit dem WM-Titel, das war irgendwie schon, ja, damals habe ich nicht kapiert, dass es mehr im Leben gibt als Sport. Und das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass ich versuche, jeden Tag richtig abzubiegen, weil mir all diese Sachen gezeigt haben, dass du niemals einmal irgendwo abbiegst, sondern du hast jeden Tag zig Entscheidungen, die du treffen kannst und der Erfolg ist niemals gegeben. Es gibt immer hungrige Jungs, gerade bei uns in Deutschland, die nachrücken, die kommen, aber auch international, die eben sich direkt dafür interessieren, was letztes Jahr auf dem Blatt Papier stand und wollen, dass es dieses Jahr wieder zur Sache geht. Und das ist, glaube ich, so das Ding, dass man täglich so oft wie möglich richtig abbiegt. Und was leitet dich dann bei den Entscheidungen oder bei der Entscheidungsfindung? Naja, mein Bauchgefühl, inzwischen ist es auch Erfahrung, einfach zu wissen, dass ich es auch im Alltag niemandem beweisen muss, sondern eben nur 4, 5 Mal im Jahr. Und dort aber auch irgendwie nie zufrieden zu sein. Das ist glaube ich, so ein schwieriger Spalt, weil du einerseits natürlich als Sportler und deine Karriere siehst und sagst, oh, okay, ist schon alles irgendwie toll gelaufen und ich möchte jetzt da nicht aufwachen und merken, dass das alles nur irgendwie so erträumt war. Andererseits aber irgendwie, ja, gehe ich schon sehr hart auch mit mir ins Gericht für jede Einheit, die ich irgendwie verpatze und dementsprechend, ja, kommt es halt immer wieder auf die Konstanz zurück. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sieht, wenn man dich verfolgt. Also nach außen ist es schon immer so ein bisschen das Bild des perfekten Athleten oder des perfekten Menschen, das so gezeigt wird oder das man erkennen kann, wenn man halt keine Einblicke hinter die Kulissen hat. Hast du einen Fehler oder was ist dein größtes Laster? Oder ist es irgendwie eine schwierige Frage, die persönlich zu beantworten ist? Wahrscheinlich eher was, was man vielleicht dann deine Frau fragen müsste. Aber gibt es irgendwas, was dir so bewusst ist, dass es da irgendwie so eine Art Schwäche, Laster, Fehler gibt bei dir? Ja, natürlich gibt es hier jede Menge Schwächen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, dass
Ja, dass gerade in der heutigen Zeit irgendwie über Instagram und sonstige Medien sehr, sehr viel gezeigt wird und es trotzdem eine Kunst ist, irgendwie so wenig wie möglich zu zeigen. Und das kommt immer wieder darauf zurück, dass ich eigentlich überhaupt gar nichts Privates so richtig von mir rausgebe, einfach weil ich diese Insel einerseits brauche und dementsprechend auch ja, nirgends so wirklich groß breitreten möchte oder muss. Aber ja, für mich ist es ein tagtägliches Ding, irgendwie auch mit meinen eigenen Zweifeln und sonstigem umzugehen. Aber da sehe ich das Ganze irgendwie so ein bisschen so auch, ja, vielleicht die Mentalität der alten Schule. Ich habe mehr Angst vor den Jungs, die ihre Zeiten nicht posten und die ihre Werte nicht andauernd irgendwo breittreten. Von den anderen weiß ich ja, was sie können. Und das ist eben genau das, man zeigt, ja, oder ich zeige, ja, irgendwie das, was ich am Sport schön finde, das, was ich teilen möchte, das, was ich hoffe, dass andere irgendwie animiert, auch rauszugehen und den Sport zu verfolgen. Aber ja, den Rest, den mache ich mit mir selber aus. Ja, du hast gerade so in einem Nebensatz erwähnt, deine Zweifel erwähnt, die dich beschäftigen. An was zweifelt ein Jan Frodeno? An sehr viel. Ich zweifle an sehr viel, an meiner Leistung, an meiner Fähigkeit, es nochmal so auf die Spitze zu treiben, an ganz alltäglichen Dingen, ob ich eine Einheit umsetzen kann oder nicht. Und viel wichtiger, ja, stelle ich mir natürlich schon irgendwie auch so grundsätzliche Fragen, so, was Family und Sonstiges angeht, weil es halt einfach ein sehr, sehr, sehr fokussiertes Leben ist. Also, ich sag mal, fokussiert nicht in dem Sinne, wie du es eben denkst, als Perfektionist und als Feintuner jeder Situation, sondern vielmehr halt in der familiären Situation, dass das halt schon alles sehr auf meine Ziele ausgerichtet ist im Endeffekt. Auch wenn man das versucht zu kombinieren, ist es natürlich schon so, dass ich weiß, dass andere Väter wahrscheinlich mehr Zeit haben zum Spielen oder mehr Energie haben zum Spielen, wenn der Tag rum ist, als ich das manchmal tue. Was macht jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat? Also es ist ja so, dass die Leute, die das jetzt auch sehen, die schwimmen, Radfahren und laufen in der Zeit, wo sie nicht arbeiten sind, in ihrer freien Zeit dann eben als Hobby. Bei dir ist es andersrum. Was machst du in der Zeit, wo du nicht arbeiten bist, sprich schwimmen, Radfahren, laufen? Na, schwer zu sagen. Ich habe natürlich auch irgendwie inzwischen ein paar andere Sachen auf dem Teller, weil Triathlon natürlich eins ist, davon zu leben, ist nochmal was anderes. Ansonsten als Hobbys, naja, was außer dem Allbekannten, ich koche gerne, ich trinke gerne Kaffee und ich gehe inzwischen lieben gern meinem kleinen Radfahren, das macht mir fast noch mehr Spaß als selber, oder Skifahren im Winter und versuche da irgendwie so ein bisschen den Ausgleich zu finden, aber ja, das Coole ist, dass ich momentan recht wenig in meinem Leben tun muss, das mir keinen Spaß macht. Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach Langeweile an, aber die nächste Frage und auch die letzte Frage, weil wir ja so einen kleinen gesteckten Zeitrahmen einhalten wollen, wäre schon, also ich bin auf die Antwort gespannt, weil sie ist so ein bisschen, naja, sage ich gleich was dazu. Ist es manchmal langweilig, der Beste zu sein? Langweilig der Beste zu sein? Definitiv nicht, weil der Beste zu sein ist das, was andere von einem sagen und denken. Und da kommen dann auch wieder die vorhin angesprochenen Zweifel ran. Es ist wichtig, daran zu zweifeln, dass man der Beste ist. Denn wenn du quasi mit dem Glauben und dem Gedanken durch den Alltag gehst, der Beste zu sein, ist es die Frage, wie du dich noch verbesserst, beziehungsweise warum du dich noch verbesserst. Und es ist eben genau das, dass ich das persönlich niemals so sehe. Ich sehe mich als Jan, als Frodo, als was weiß ich was, der immer versucht, der Beste zu sein.
und nicht ja, sich in der Situation sieht. Ja, ich hatte so ein bisschen auf so eine indirekte Antwort gehofft, dass du quasi sagst, ja klar bin ich der Beste, aber langweilig ist es nicht. Aber es hört sich nicht ganz danach an, sondern eher so, dass du immer noch danach strebst, noch besser zu sein, als du es beim letzten Rennen gewesen bist und oder als du es zu irgendeinem Zeitpunkt in deiner Karriere schon mal gewesen bist. Und ich hoffe mal, dass man das noch häufig sieht. Also sei es beim sechsten oder vielleicht siebten Sieg beim Ironman Hawaii oder einer neuen Weltbestzeit. Das sind ja die Sachen, an denen du dich messen lassen musst, wenn du irgendwie mit dem Mindset durch die Karriere gehst. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Na gut, da muss ich ganz kurz so kontrollieren. Das ist das Schöne, dass ich mich inzwischen an gar nichts mehr messen muss, sondern mich darauf freue, eben ja, geile Rennen zu bestreiten. Aber das Müssen, das hat sich inzwischen anders ausgewirkt. Aber egal. Ja. Dann freuen wir uns darauf, dass du noch sechsmal oder noch sieben, noch Noch, viermal den alter Schwede, jetzt Ironman wird es immer besser hier. gewinnen darfst. Du musst nicht, aber du darfst und Nein, kannst nein, nein, ich hoffentlich. muss mich nicht daran messen. Ich muss schon irgendwie, naja, wie auch immer. Ja, genau. Bevor wir jetzt in eine Diskussion verfallen, machen wir hier einen Punkt. Vielen Dank für die Viertelstunde. Ich hoffe, dass den Leuten das in ihren Autos gefallen hat. Und ja, wir haben irgendwie kein wirkliches Signal. Also Applaus wird es nicht geben, aber vielleicht ein Lichthupenkonzert Ja. oder sowas. Danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, hau rein.